Jürgen Klinsmann ist der neue Hertha-Trainer. Okay, Leute, wir müssen reden. Das ist definitiv eine Sensation, ein fettes Bundesliga-Comeback. Ante Čović ist raus, nur 5 Monate durfte er bei den Profis arbeiten und jetzt ist also Klinsy der große Retter. Ey, vielleicht kommt ja nicht nur er zurück, sondern auch, passt auf, die Buddha-Statuen. Okay, der Witz musste jetzt einfach mal sein. Kleiner Fun-Fact, Klinsmann hatte beim FC Bayern nie etwas mit diesen Statuen zu tun. Das hat er jetzt auf der PK gesagt. Hertha BSC steckt definitiv in der Krise. 4 Bundesliga-Niederlagen in Folge, nur Platz 15 heißt Abstiegskampf. Also, was ist los bei der Hertha und was muss Klinsy ändern, damit es jetzt bald wieder besser wird? Die Antworten gibt's jetzt. Heute habe ich Unterstützung hier im Video. Im Juli traf ich nämlich Ex-FC Augsburg-Trainer Manuel Baum. Mit ihm habe ich mal allgemein über den Job als Trainer geredet. Was er gesagt hat, ist richtig interessant und komischerweise passt es perfekt zur aktuellen Situation bei Hertha. Blick mal deshalb mal nach Berlin. Dort will man das Image der grauen Maus loswerden. Es gibt einfach keinen attraktiven Fußball zu sehen. Das Olympiastadion ist meistens halb leer, sprich, das ist nicht der Anspruch für die Nummer 1 in der Hauptstadt. Deshalb gab es im Sommer den großen Neustart. Trainer Ante Čović übernahm die Profis, ein Kerl mit Stallgeruch. Er stand für die alte Dame ewig auf dem Platz. Erst bei den Profis und dann in der zweiten Mannschaft. Im Anschluss trainierte er die Jugend bzw. die U23. Für ihn ist das kein normaler Arbeitgeber. Zitat: Hertha BSC ist meine Passion und meine große Leidenschaft. Da kann ich die Idee der Bosse komplett nachvollziehen. Er kann Talente entwickeln, sie besser machen. Und genau das ist bei diesem jungen Kader gefragt. Im Schnitt ist das Team 25,2 Jahre alt. Nur 3 Clubs haben in der Bundesliga einen noch jüngeren Kader. Dazu kommt, der Zeitpunkt seiner Beförderung zum Profitrainer war genau richtig. Das hat nämlich 2 Vorteile. Das findet Manuel Baum. Gut, der Vorteil ist bei so einem Wechsel natürlich im Sommer, dass du als Trainer Zeit hast, was strukturiert aufzubauen. Und du, je nachdem wie früher der Kontakt schon besteht, auch teilweise Einfluss auf den Kader nehmen kannst. Beide Punkte erfüllt Čović. Im Mai stand fest, dass er bald an der Seitenlinie steht. Sprich, die gesamte Vorbereitung hat er Zeit, um ein neues Spielsystem zu installieren. Das Ziel? Offensiver Fußball. Mutig sein, aktiv spielen, selbst den Ball haben. Die Leute im Stadion sollten entertained werden, damit eben in Zukunft wieder mehr kommen. Dafür hat er auch einige Spieler bekommen. Zum Beispiel Dode Luke Bakio für 20 Millionen Euro, der Rekordtransfer bis dato. Dazu Eduard Löwen für 7 Millionen Euro, ein großes Talent mit Bundesliga-Erfahrung. Und Dedrick Boyata. Jatta sogar ablösefrei. Der Kader von Hertha BSC hat extrem viel Potenzial. Er ist so gut wie seit ewiger Zeit nicht mehr. Und trotzdem, davon sieht man nichts. Seine Bilanz: 12 Bundesligaspiele und mehr als die Hälfte davon hat Čović verloren. Also Leute, woran liegt's? Der Druck spielt hier, finde ich, eine ganz entscheidende Rolle. Der kommt von 2 Seiten. A, von Großinvestor Lars Windhorst. 224 Millionen Euro hat er mit der Tenner Holding in den Club gesteckt. Und eins vorneweg, bis dato ist von diesem Geld kaum was in den Kader geflossen. Trotzdem hat der Geschäftsführer Sport Michael Preetz zugegeben, Zitat, die Erwartungshaltung ist mit dem Einstieg des Investors gestiegen. Der Anspruch ist, ein Big City Club zu werden. Da passt der Abstiegskampf eigentlich nicht rein. Den Druck hat der Investor schon vor ein paar Wochen erhöht, da installierte er nämlich Jürgen Klinsmann als Berater im Club. Logisch ist, da soll er mitreden und verhindern, dass die 224 Millionen Euro im Kamin quasi verbrannt werden. Sprich, das war eine klare Ansage an alle im Verein. B, die Medien üben natürlich auch Druck aus. Da sind viele stutzig. Wie gesagt, Offensivfußball wollte die Hertha zeigen. Davon ist mittlerweile gar nichts mehr zu sehen. Im Schnitt 42% Ballbesitz hat man. Dazu steht der Club total defensiv und versucht vor allem keine Gegentore zu kassieren. Das Problem daran ist, statt zu erklären, wieso man so spielt, wie man spielt, hat Čović nur über die Psychologie geredet. Einspruch, man muss in die Köpfe der Spieler kommen. Die Floskel haben wir jetzt mittlerweile auch schon alle, glaube ich, 1000 Mal gehört. Keine Frage, Čović ist ein Fußballfachmann. Ein taktisch versierter Trainer, aber die Sache ist, auf taktische Fragen der Journalisten hat er kaum eine Antwort gegeben. Das ist ein grundsätzliches Problem, denn so fragen sich die Leute früher oder später, wofür steht eigentlich Hertha BSC? Ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Und tatsächlich gibt es dann immer wieder immer mehr Kritik. Das ist kein neues Problem, sagt auch Manuel Baum. Es ist teilweise
ein bisschen unsere Schuld als Trainer, weil man sich natürlich sehr verschließt und sich in dem einen oder anderen Moment natürlich, wenn man sich früher öffnen würde oder ein bisschen mehr in die Kommunikation gehen würde, zum Beispiel in Spielbewertungen, wenn man vorher mal mit den Journalisten darüber spricht, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen von journalistischer Seite, das war jetzt ein gutes oder schlechtes Spiel. Das hat halt zur Folge, wenn man relativ wenig im Austausch ist, dass halt unglaublich viel spekuliert wird. Und diese Spekulation führt dann dazu, dass oft halt Sachen diskutiert werden, die halt nicht zwingend der Wahrheit entsprechen. Und das führt wiederum dazu, dass man halt einfach ein schlechtes Verhältnis und dass der Umgang halt ja, nicht ideal ist. Baum findet übrigens, Journalisten sind oft zu hart zu den Trainern. Das hat jetzt auch Ante Čović zu spüren bekommen. Nun ja, wo liegen denn aktuell bei Hertha BSC die Probleme? Ich habe mich dadurch ganz viele Statistiken gekämpft und drei Sachen sind mir da aufgefallen. Punkt 1, die Torgefahr. In der aktuellen Bundesliga-Saison hat man 115 Mal aufs Tor geschossen. So selten wie kein anderes Team. Es fehlt einfach die Kreativität, sich Chancen herauszuspielen. Das zeigt auch Punkt 2, Flanken. Insgesamt 126 Mal ging es mit einem hohen Ball in den Strafraum. Das ist über dem Ligaschnitt. Lukas Klünter hat die meisten Flanken im Verein geschlagen. Und drittens die Aggressivität. Hertha schafft es einfach viel zu selten, in die Zweikämpfe zu kommen. 158 Fouls in dieser Saison, das ist deutlich über dem Ligaschnitt. Man ist oft einfach einen Schritt zu spät. Ein Spieler sticht da deutlich heraus, Marco Grujic. Er liegt in der Foul-Tabelle mit allen Bundesligaspielern auf Platz 2. Frage an euch, wo gibt's denn aktuell noch bei Hertha BSC überall Probleme? Schreibt mir gerne eure Analysen mal unten in die Kommentare, da bin ich wirklich gespannt. So, ein Mann muss das jetzt alles lösen. Jürgen Klinsmann, der Retter in der Not. Ja, das ist gar nicht mal so leicht. Immerhin gibt's noch eine ganz, ganz große Baustelle in der aktuellen Situation. Wenn die Trainerposten während der Saison vergeben würden, ist es ja meistens so, dass es in Situationen passiert, wo es nicht so gut läuft. Das heißt, du musst als Psychologe tätig sein. Du hast eine Mannschaft, die du vorfindest, mit der du dann, wo du erstmal feststellen musst, was passt am besten zu denen. Das heißt, idealerweise ist natürlich ein Wechsel im Sommer. Aber als Trainer musst du es auch können, eine Mannschaft unter der Saison zu übernehmen. Der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht optimal, aber es hat sich leicht angedeutet. Das Stadtderby bei Union Berlin hat sehr viele geschockt. Nicht nur das Ergebnis, also 0:1, sondern die Art und Weise, wie die Spieler dort aufgetreten sind. Damit ist jetzt, wenn man so will, Union die Nummer 1 der Stadt. Nun ja, Jürgen Klinsmann ist der Retter bis zum Saisonende. Und ehrlich Leute, er ist genau der richtige Mann dafür. Schon als Bundestrainer galt er als Motivator. Klinsi findet genau die richtigen Worte, um junge Spieler zu erreichen. Er kann sie aufbauen, ihnen Selbstvertrauen eintrichtern. Bei der Heim-WM 2006 schafften so durchschnittliche Kicker, die am Anfang ihrer Entwicklung standen, als wahre Mannschaft die Sensation und wurden Dritter. Dazu ist Klinsmann einfach eine Autorität, jeder respektiert ihn. Aber, und das sollte jedem klar sein, das reicht nicht. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt wichtig sind, die der Trainer mitbringen muss. Also keine Buddha-Statuen, sondern andere Sachen. Also zum einen ist es die Aufgabe des Trainers, immer up-to-date zu sein, das heißt die ganzen Mannschaften zu können, und dann musst du halt auch in der Lage sein, relativ schnell Charaktere kennenzulernen und zu interpretieren. Dann musst du überlegen, was passt am besten für einen Spielstil dazu. Und ich glaube, dass du halt als Trainer heutzutage in hohem Maße anpassungsfähig sein musst und nicht mit deiner eigenen Idee kommst und die dann drüber stülpst, weil sonst kann es sein, dass du relativ schnell dann auch wieder das Zeitliche segnest, sondern dass du da gut analysieren kannst. Naja, ob Klinsmann wirklich jeden Gegner kennt bzw. bereits ausführlich analysiert hat, das bezweifle ich dann doch ganz stark. Aber er hat sich ein Team mit Experten aufgebaut. Co-Trainer ist Alexander Nuri, ihn kennt jeder noch von Werder Bremen. Dazu ist vorübergehend Andreas Köpke für die Torhüter zuständig, er arbeitet ja eigentlich für den DFB bzw. die Nationalmannschaft. Und das Bindeglied zwischen Team und Chefetage ist Arne Friedrich, eine Legende im Verein. Er soll Klinsmanns, so heißt es, Performance Manager sein. Da kommt jetzt also sehr viel Kompetenz in den Verein. Sie kennen alle die Bundesliga. Zum Thema Spielstil, da wird es wohl weiter eher Defensivfußball geben. Das hat Klinsi bereits angedeutet. Ach Leute, ey, ich bin schon ein bisschen gehypt. Er, also Klinsmann, als Motivator, Nuri mit der taktischen Kompetenz, das klingt wirklich solide. Klar ist, das ist nur eine Übergangslösung. Im Sommer soll ein neuer Trainer kommen. Und ehrlich Leute, ich will da jetzt nicht spekulieren, ihr könnt es aber gerne tun. Wen würdet ihr euch denn auf die Trainerbank wünschen? Oben im i ist eine Umfrage mit ein paar Kandidaten, stimmt da gerne ab. Und ihr könnt natürlich das auch unten in die Kommentare schreiben. Ja, es läuft bei Hertha einiges falsch, aber wer ist denn jetzt an der aktuellen Lage wirklich schuld? Ist es Ante Čović? Er trainierte halt nur 5 Monate lang die Profis, also viel bewegen konnte er da nicht. Seit Jahren gibt's Probleme und da gibt's eigentlich nur eine Person, die immer da war. Ihr wisst, wen ich meine, oder?
Lange Rede, kurzer Sinn. Der Geschäftsführer, Michael Preetz, seit 10 Jahren ist er Chef des Vereins. Und die nackten Zahlen zeigen, naja, positiv entwickelt hat sich da kaum was. 2-mal ist man abgestiegen, gut, im Gegenzug 2-mal auch Zweitligameister geworden, 5-mal im Tabellenmittelfeld gelandet und 2-mal früh in der Europa League ausgeschieden. Klingt jetzt nicht wirklich nach einem Big City Club, oder? Dazu kommt die wichtigste Zahl. 8 Trainer hat er verschlissen. Da gibt's eine ganz simple Rechnung. Wenn's kein Coach schafft, wirklich langfristig Erfolg zu haben, gibt's halt 2 Möglichkeiten. Entweder Hertha holt nur schlechte Trainer, das ist aber definitiv nicht der Fall. Zum Beispiel Friedhelm Funkel und Pal Dardai haben ja wirklich einen guten Job gemacht. Oder man ist als Chef selbst das Problem. Mein Gefühl ist, das ist auch die Einschätzung des Investors und er mischt sich ja bereits immer wieder aktiv in den Club ein. Die Macht von Preetz wird offensichtlich immer geringer. Das zeigt eine Sache. Vor dem letzten Spiel von Čović sagte er, Zitat, es ist unsere Verantwortung, diese Arbeit zu unterstützen und dem Trainer Zeit zu geben. Aber zack, ein paar Tage später fliegt dann Čović raus. Entweder Preetz ist nach so einer Aussage komplett unglaubwürdig oder die Entlassung geht einfach nicht auf seine Kappe. Worauf ich hinaus will, hier deutet sich gerade ein Machtkampf an. Der Druck auf das Team und natürlich auch den gesamten Verein wird nicht geringer. Sollte es keinen Erfolg geben, droht der nächste Kopf zu rollen. Früher oder später. Das könnte dann tatsächlich schon Preetz treffen. Vor uns liegen wirklich spannende Tage, Wochen und vielleicht sogar Jahre. Kann Hertha BSC das Potenzial abrufen? Wird aus der alten Dame ein jugendlich frischer Big City Club? Oder bleibt man einfach die graue Maus der Bundesliga? Eins steht fest, mit Klinsy als Trainer erhält der Verein eine schillernde Figur. Jetzt muss Hertha BSC halt aus dem Schatten treten und zeigen, wer die wahre Nummer 1 der Hauptstadt ist.